Ja, jetzt kommen wir zum Aufgabenteil D, Nachweis, Querkraft mit Torsion. Zunächst bei D1 das vereinfachte Verfahren. Das heißt, wir machen dann die Nachweise der Zugstreben und der Druckstreben jeweils. Fangen wir an mit den Nachweisen für die Zugstrebe, also Nachweis Zugstrebe und als erstes für Querkraft. Das kennen wir alles schon, das haben wir schon im Massivbau 1 und 2 ganz oft gemacht. Beim vereinfachten Verfahren nehmen wir Cotangens Theta einfach mit 1,2 an. Ja. Das ist bei reiner Biegung erlaubt, reine Biegung. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Hebelarm der inneren Kräfte für unseren Querkraftnachweis. Den berechnen wir mit der Formel Minimum von 0,9d verglichen mit dem Maximum von d minus CVL minus 30 Zentimeter, Millimeter für. Und d minus 2 mal CVL. Statische Höhe ist bei uns 53,9 cm. Das heißt 48,51 cm. Dann haben wir hier 53,9 minus das Verlegemaß der Längsbewehrung. Das ist gegeben mit 4,7. Dann 3,0 Zentimeter. Dann sind wir bei 46,2 Zentimeter verglichen mit d minus 2 mal Verlegemaß. Dann sind wir bei 44,5. Von den beiden nehmen wir das Maximum 46,2 und verglichen mit 48,51 und davon das Minimum. Das heißt, 46,2 ist hier maßgebend. Das ist unser Hebelarm der inneren Kräfte. Okay. Dann können wir jetzt die erforderliche Bewehrung ermitteln. ASW erforderlich. Formel VED durch FY WD mal Z mal Cotangens Theta. Das heißt hier bei uns unsere Querkraft, wir dürfen ja die reduzierte Querkraft einsetzen. Unsere Querkraft ist 0,2163. Ne, gucken wir nochmal, das war hier VED-RET. Hier 216,3 kN, also 0,2163. FY 435, Z haben wir jetzt gerade bestimmt mit 0,462. Cotangens Theta nehmen wir vereinfacht mit 1,2. Mal 10 hoch 4. Kommen wir auf 8,96 Quadratzentimeter pro Meter. Gut, das war Nachweis der Zugstrebe für Querkraft. Jetzt kommen wir Nachweis der Zugstrebe für Torsion. Das ist das gleiche, was wir auch bei der Bemessung für reine Torsion gemacht haben. Ja, wir dürfen Theta Cotangens Theta mit 1,0 annehmen und das ist Theta 45 Grad. Ne, das ist beim vereinfachten Verfahren erlaubt. Dann rechnen wir erstmal das T-Effektiv aus. Das waren 2 mal D 2. Und zwar, warum D2 hier? Warum nehmen wir nicht das D1? Es ist so, dass wir für die Torsionsbewehrung einen kleineren Durchmesser wählen. Deswegen machen wir D2, ich schreibe mal hinter D2, Durchmesser Längsstab von 12 mm. Und
Und deswegen ergibt sich ein D2 von CV L plus Durchmesser Längsstab halbe, also 1, schreiben wir hin, Durchmesser Längsstab halbe, das heißt CVL, das waren 4,7 plus 1,2 halbe und dann kommen wir auf 5,3 Zentimeter. Ja? Okay, also das ist ein anderes D, weil wir unterschiedliche Durchmesser für die Biegebewehrung und für die Torsionsbewehrung wählen. Gut, dann ist T effektiv, also hier 2 mal 5,3, also 10,6 Zentimeter. Dann rechnen wir jetzt zunächst einmal die beiden Abmessungen aus. Ne? Also ich zeichne das, skizziere das nochmal einmal. Was wir ja bei so einem Rechteckquerschnitt machen, ist, wir machen uns einen Ersatzhohlkasten daraus und nehmen diese Mittellinie und brauchen diese Fläche und den Umfang dieser Fläche. Ja. Und jetzt sagen wir, das hier ist BK und das ist DK. Wir wissen, dass dieses Stück hier T effektiv ist. Ja. Das heißt, wir ziehen von der Gesamthöhe und von der Gesamtbreite einfach T-effektiv halbe oben und unten, bis links und rechts ab. Das heißt einfach die Höhe minus T-effektiv, also 60 minus 10,6, kommen wir auf 49,4 cm. BK, B minus T-effektiv, also 40 minus 10,6, kommen wir auf 29,4 cm. Gut, AK ist dann einfach für einen Rechteckquerschnitt B mal D hier, 0,494 mal 0,294, sind wir bei 0,1452 Quadratmeter und der Umfang wieder einfach DK, BK und das zweimal. Ne? Also zweimal 0,494 plus 0,294 und 1,576 Meter. Okay, dann Formel für die erforderliche Bewehrung, erforderliche Bügelbewehrung von für auf Torsion ist TED mal Tangens Theta hier 1,0 durch FYD mal 2 mal AK. Also hier in das Torsionsmoment TED, das haben wir schon ganz am Anfang bestimmt. Hier sehen wir es nochmal blau unterstrichen, 60,75 in Meganewton haben wir dann 0,06075 durch 435 mal 2 mal AK, das haben wir gerade mit 0,1452 bestimmt, mal 10 hoch 4 und wir bekommen 4,81 Quadratzentimeter pro Meter. Okay, dann die erforderliche Längsbewehrung für Torsion ist TED mal UK mal Cotangens Theta, auch hier 1,0, weil vereinfachte Annahme 45 Grad, FYD mal 2 mal AK. Also hier 0,06075. Mal UK haben wir bestimmt mit 1,576 durch 435 mal 2 mal AK 0,1452 mal 10 hoch 4 zum Umrechnen haben wir 7,58 Quadratzentimeter. Okay, das war jetzt Nachweis der Zugstrebe für Querkraft und für Torsion. Jetzt machen wir das gleiche mit der Druckstrebe, also Nachweis Druckstrebe.
zunächst für Querkraft. Das ist dann VRD Max. Kennen wir Formel BW mal Z mal 0,75 mal FCD durch Cotangens Theta plus Tangens Theta. Das heißt bei uns 0,4 mal Z. Z haben wir hier gerade ermittelt mit 0,462. Also mal 0,462 mal 0,75. FCD ist 19,83. Cotangens Theta 1,2. Tangens Theta ist dann einfach 1 durch Cotangens, also 1 durch 1,2. Kommt raus 1,352 Meganewton. Und das ist größer als unsere einwirkende, nicht reduzierte Querkraft von 0,2207 Meganewton. Gut, das war es schon für Querkraft. Ne? Und für Torsion ist es auch eine Formel, die wir auswerten müssen. Für Torsion hatten wir aber Theta 45 Grad. Ja. Gut, TRD Max ist dann 2 mal Eta mal FCD mal AK mal T-Effektiv mal Sinus Theta mal Cosinus Theta. Okay, und dieses Eta ist wieder 0,525. Ja? Das war ja nur, wenn wir einen tatsächlichen Hohlkastenquerschnitt hätten, dann könnten wir da einen höheren Wert nehmen. Also 2 mal 0,525 mal FCD 19,83 mal AK 0,1452, T-Effektiv 0,106 Meter, Sinus Theta, Cosinus Theta 0,707 jeweils, kriegen wir raus, ist gleich 0,1602 Meganewtonmeter. Und das vergleichen wir mit dem einwirkenden Torsionsmoment von 60,75 Meganewton, also 0,06075 Kilonewton war das jetzt hier in Meganewtonmeter, sind 0,06075. Okay, Nachweis der Druckstrebe ist auch für Querkraft und für Torsion eingehalten. Und jetzt gucken wir noch die kombinierte Beanspruchung. Also für kombinierte Beanspruchung Querkraft und Torsion. Ja, die Formel dafür, die finden wir im Skript auf Seite 79. Hier sehen wir es. Ja, für Vollquerschnitte müssen wir die Verhältnisse von VED zu VD Max quadrieren und TED zu TED Max. Und für Hohlkastenquerschnitte würden wir die nicht quadriert addieren. Ja. Okay, das heißt, ich schreibe mal hin, Seite 79. Also wir haben jetzt einen Vollquerschnitt, das heißt, wir müssen das Ganze quadrieren. TED zu TED Max zum Quadrat plus VED zu VRD Max, Klammern zum Quadrat. Und das muss kleiner als 1 sein, gilt für Vollquerschnitte. Okay, dann setzen wir ein. TED ist 0,06075 durch 0,1602 zum Quadrat plus VED 0,2207 durch VED Max 1,352 zum Quadrat sind 0,1438 und 0,0266 sind also 0,1705 kleiner als 1. Also ist der Nachweis erbracht. Okay, jetzt kommen wir zur Wahl der Bewährung. Wie ordnen wir sie an? Mindestbewährung und so weiter. Ja? Also Anordnung der Bewährung. Fangen wir zunächst
mit den Bügeln an. Bügel. Je Seite in Folge Querkraft brauchen wir, haben wir ausgerechnet, 8,96 Quadratzentimeter. Also in Folge Querkraft 8,96 durch 2, weil das ist ja für den gesamten Querschnitt. Wir wollen jetzt nur für eine Wand, eine Ersatzwand das Ganze haben. Wären also hier 4,48 Quadratzentimeter pro Meter. In Folge Torsion. Haben wir das direkt für jede Seite ausgerechnet. Also 4,81 Quadratzentimeter pro Meter. 4,81. Und wir bekommen insgesamt ein ASW erforderlich von 9,29 Quadratzentimeter pro Meter. Schreiben wir Meter je Seite. Dann gucken wir mal, wie das mit der Mindestbügelbewehrung aussieht. Ob die vielleicht ein Maß geben wird. Mindestbügelbewehrung. In Folge Querkraft. War es Rho mal BW mal ASW min. Gleich Rho mal BW. Das heißt, Rho lesen wir ab mit 1,02 in Promille, also mal 10 hoch minus 3. Breite mal 40 und dann rechnen wir um, damit wir Quadratzentimeter pro Meter haben. Also mal 10 hoch 2, kommen wir auf 4,08 Quadratzentimeter pro Meter als erforderliche Mindestquerkraftbewehrung. Das ist natürlich nicht pro Seite, das heißt, das ist auf jeden Fall nicht maßgebend. Dann machen wir es in Folge Torsion. In Folge Torsion ist ASW min Rho mal T effektiv, also 1,02 mal 10 hoch minus 3 mal T effektiv sind 10,6 cm mal 10 hoch 2, 1,08 Quadratzentimeter pro Meter. Das wäre je Seite hier. Bei Torsion. Das heißt, Mindestquerkraftbewehrung nicht maßgebend. Sowohl für Querkraft als auch für Torsion nicht maßgebend. So, dann Wahl der Bewehrung. Bügel. Durchmesser 12 alle 12 cm. Und damit haben wir eine vorhandene Bewehrung von 9,42 Quadratzentimeter pro Meter je Seite und das ist größer als die 9,29. Bügelabstände noch überprüfen. Bügelabstände. Für Torsion gilt einfach, der maximale Bügelabstand darf UK-Achtel nicht übersteigen. UK haben wir bestimmt hier mit 1,576. Also können wir sagen, 1,576 Achtel kommen wir auf 0,197 Meter. Und das ist größer als die gewählten 0,12 Meter. Also okay. Dann für Querkraft das Ganze. Da müssen wir das Verhältnis der einwirkenden Querkraft zu VRD Max bilden als erstes. Das ist hier VRD Red 0,2163 Meganewton. VRD Max hatten wir mit 1,352, also 0,16. Und das ist kleiner als 0,3. Und wenn das kleiner als 0,3 ist, dann ist der maximale Bügelabstand 0,7 h oder 30 cm. Das heißt 0,7 mal 60 cm sind 42 cm und das ist größer als 12 cm, also auch in Ordnung. Gut, das waren
die Wahl der Bügel, jetzt noch die Längsstäbe. Und die Torsionslängsbewehrung, die teilen wir jetzt auf die einzelnen Wandersatzwände auf. Ja, also die Torsionslängsbewehrung wird entsprechend der einzelnen Wandlängen aufgeteilt. Fangen wir mit der oberen Bewehrung an. Also obere Bewehrung infolge Torsion. Da wir brauchen oben keine Längsbewehrung infolge Biegung, also nur infolge Torsion. SL Torsion. Wir haben eine Wandlänge oben von 0,294. Das ist dieses, wo haben wir es aufgeschrieben? No, das ist das hier. Ja, das ist die obere Länge. Und die Wandlänge von der Seite sind 49,4. Ne, merkt man schon mal. Also 29,4 ist der Wert dieser Wandlänge, also 0,294. Der Gesamtumfang ist 1,576, also durch 1,576 mal die gesamterforderliche Bewehrung sind Längsbewehrung infolge Torsion. Wo haben wir es aufgeschrieben? Da 7,58 Quadratzentimeter. Also mal 7,58. Sind 1,41 Quadratzentimeter. Das ist die obere Bewehrung. Seitliche Bewehrung. Auch nur infolge Torsion. Da habe ich gerade gesagt, merken wir uns schon mal die 0,494. Der Rest ist gleich. Haben wir also 2,38 Quadratzentimeter. Dann die untere Bewehrung. Infolge Torsion gilt das gleiche wie bei der oberen Bewehrung, brauchen wir also jetzt nicht mehr aufschreiben, sind 1,41 Quadratzentimeter. Und infolge Biegung ASL. Infolge Biegung gucken wir nochmal nach, was wir da, das war ja schon ganz am Anfang. Biegemessung brauchen wir 23,1 Quadratzentimeter. Das heißt, wir haben insgesamt 24,51 Quadratzentimeter als untere Längsbewehrung erforderlich. Gut, dann wählen wir die Bewehrung. Oben 2 Durchmesser 12. Dann haben wir ASL vorhanden 2,26 Quadratzentimeter. Größer als die 1,41 Quadratzentimeter erforderlich. Seitlich je 3 Durchmesser 12. Da haben wir eine vorhandene Bewehrung von 3,39 Quadratzentimeter. Das ist größer als erforderlich 2,38 Quadratzentimeter. Und unten wählen wir 4 Durchmesser 28.
Da haben wir eine vorhandene Bewehrung von 24,63 Quadratzentimeter, größer als die 24,51. Okay, jetzt skizzieren wir das Ganze einmal. Einmal die Bügel. Oben haben wir gesagt, zwei Durchmesser 12, also jeweils in den Ecken. Das sind die zwei Durchmesser 12, die wir oben gewählt haben. Dann haben wir seitlich drei Durchmesser 12. Das sind die. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Und unten haben wir 4 Durchmesser 28. Gut, dann können wir noch die Abstände bestimmen in Längsrichtung. Das sind hier SL 60 ist die Gesamthöhe minus D1, das sind 6,1 minus D2 5,3 und wir haben insgesamt 4 Zwischenräume, also mal ein Viertel, kommen wir auf einen Abstand von 12,15 cm. Das ist hier, also hier jeweils 12,15. Und hier oben haben wir einen Abstand von 29,4. Das ist einfach das, rechnen wir minus die Breite minus 2 mal 5,3. Ja, da kommen wir auf die 29,4. Und den unteren Abstand, die 4 Durchmesser 28, haben einen viel kleineren Abstand. Haben wir jetzt nicht berechnet. Okay, das war der Nachweis nach dem vereinfachten Verfahren. Im Teil D2 gucken wir uns nochmal das genauere Verfahren jetzt an.